Bling, 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 bling. Wenn du das siehst, dann musst du schauen, dass du runterkommst. Bei bling, bling, bling nicht. Da muss man aufpassen, aber bei bling, 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 runter vom Wasser. Unsere Familie wird satt! Wir sind jetzt heute am Silversteinsee. Wir haben zusammen mit dem Deutzer Fischereiverein und mit dem Lengresser Fischereiverein haben wir ein Jugendcamp organisiert. Bei uns oder mir und alle Beteiligten ist eigentlich wichtig, ist, dass die zwei Vereine, wo eigentlich ziemlich nah beieinander liegen, dass wir zusammenarbeiten mit Jugendgruppen oder sonst im Verein. Für das Jugendcamp haben wir extra einen Johannes Dietl organisiert, einen Herbert Zierreis vom Angelservice Oberbayern und natürlich jede Menge andere gute Fischer und, sage ich mal, ja, Fastprofis, Halbprofis, damit wir einen, sag ich mal, guten Workshop für die Jungen ausrichten können. Unser Hauptthema ist natürlich heute Fischhege und Pflege. Wie du einen Fisch richtig landen, verwerten, keschern, behandeln oder auch, wenn er untermaßig ist oder aus irgendeinem bestimmten Grund zurückgesetzt werden muss, dass er den so schonend wie möglich zurücksetzt. Ein ganz wichtiger Punkt ist bei uns noch in beiden Vereinen, dass wir auch sagen, die Sicherheit am und auf dem Wasser. Von Sturmwarnung bis Schwimmwesten. Sagen wir einer, was macht man, wenn man ins Wasser fällt. Zum anderen haben wir noch Zielwerfen mit eingebaut am Punkt. Einmal noch das Flöhenfischen. Und dann haben wir noch einmal Materialzusammenstellung. Das macht auch der Zielreisherbert. Was ist die richtige Knoten oder die Technik vom Köder bis zur Schnur, bis zur Angel? Ich habe die Schnur doppelt genommen, bin durch das Öhr jetzt eingegangen und wickelt aber die Schnur jetzt dreimal rüber. Einmal, zweimal, dreimal. So macht ihr normalen Fischerknoten und steckt es da vorne wieder rein. Das ist ein ganz normaler Fischerknoten, bloß mit der doppelten Schnur. Wenn du das mit der einfachen Schnur nimmst, dann hebt der Knoten gar nichts. Also doppelte Schnur nehmen, ein bisschen nass machen und zusammenziehen. Von mir lernt er heute vier Methoden, von denen er wahrscheinlich schon dreieinhalb kennt. Aber vielleicht kann ich euch noch den einen oder anderen kleinen Trick an die Hand geben. Dann lernt er auch, wie man sein Gerät zusammensetzt. Und dann würde ich euch gerne noch ein bisschen was sagen zum Thema, wie viele Fische man mitnimmt. Fangen wir mal erstmal an mit den Basics. Warum fischen wir mit geflochtener Hauptschnur so gern? Hohe Tragkraft bei relativ dünnen Durchmesser, aber vor allem keine Dehnung. Keine Dehnung ist immer dann gut, wenn wir was machen wollen, den Köder zackig führen und die Bisse sehr gut spüren. Ja, so ein Fisch, wenn die schlupft, hat natürlich schon einen brutalen Kampf. Das kommt so gut auf die Welt, dann ist alles da, was die Fische fressen möchte. Dann bis das noch einmal in den Kreislauf kommt, dass sie der ist, der wo anfängt, die anderen zu fressen, ist schon eine lange Zeit. In der Natur schwimmen ja nachher beim Befruchten von den Eiern schwimmen ja das Mandel und das Weiberl ganz nah aneinander. Das Weiberl legt die Eier in die Kiesmulde und das Mandel geht drüber und lässt die Mulch drüber. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Eier, die wo nicht befruchtet sind, die wo halt da nichts erwischen. Gehen wir mal davon aus, wir sind im Verein, mit einem gültigen Fischereischein. Es ist nicht irgendwie Besatzsperre und dann sind wir am Gewässer. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, von dem Fall, da kommt der Eschen daher. Ich darf ihn auf keinen Fall mitnehmen, also ich brauche gar nichts messen, sondern ich weiß, der Fisch muss auf jeden Fall wieder möglichst unbeschadet ins Gewässer kommen. Regel ist immer, wir drillen so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig. Kescher, gutes Stichwort, muss natürlich ausreichend dimensioniert sein. Jetzt fangen wir aber nicht an, da wild nach dem Fisch zu stechen, sondern oberstes Gebot, Ruhe behalten. Kescher halb eintauchen, Fisch macht die letzte Flucht und dann
ganz in Ruhe, wir führen den Fisch über den Kescher. Niemals andersrum. Ich finde das eine super gemischte Gruppe. Die Burmer strengen sich mehr an, haben mehr Ehrgeiz, weil oft ist es so, dass die Mädels einfach mehr Fisch fangen wie die Jungs. Was mich natürlich auch ganz super gefreut hat, ich habe noch kein einziges Kind gesehen, das wo entweder auf der Station oder an der Pause mit seinem Handy gespielt hat. Das finde ich grandios. Sie können mit dem Titel Johannes fischen oder Sie können einen Zierreis fragen von Montagen, Schleppfischen oder er zeigt Ihnen ein paar Tipps und Tricks. Dann sind noch ein paar da vom ASO-Team, der Tore Baumgartner vom Shimano Raufisch-Team ist auch nicht dort. Also die können alle fragen und danach haben sie noch 3 Stunden Zeit zum freien Fischen. Die Zukunft von jedem Verein ist unsere Jugend. Viele sagen, das ist das Wichtigste. Ich sage, das sind alle Positionen im Verein wichtig. Aber wichtig ist die Jugend auf alle Fälle. Wir bemühen uns und wir schauen, dass wir ihnen die besten, möglichsten Profis zu überbringen, dass die alles von uns lernen können oder von den anderen lernen können. Und ich darf mir für die Zukunft wünschen, dass die jungen Fischer, dass die alles faire, saubere Fischer werden. Fischweitgerecht, Auge haben auch für die Natur, für die Umwelt, für die Fisch. Und dass vielleicht der Fischschneid in Deutschland, was ich ziemlich schlimm finde, aufhört. Also besonders auch, dass eine ältere Generation, der jüngeren Generation, man mit Fisch wegfängt oder irgendwas nicht vergunt. Das finde ich in meinen Augen ist das Allerschlimmste. Man muss die Jugend fördern, wo es geht. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen kritisieren, wenn sie irgendwas machen, was nicht passt. Aber was ich am schlimmsten finde, wenn man der Jugend nichts vergunst.